Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Magic Duels. Endlich komme ich mal wieder zum Aufnehmen. Musik ist mir gerade ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern. So, ein bisschen leiser gemacht. So, bin ein bisschen in Stress gerade, deswegen wenig Folgen auch auf meinem Kanal, bei meinen Let's Plays. Wir haben hier zwei Stories schon durchgespielt. Wir spielen dieses Mal mit Schwarz und der guten Liliana Vess. Du bist Liliana Vess und deine Heimatregion auf der Welt Dominaria wird von einem Krieg heimgesucht, der deine Familie zerstört hat. Du studierst die natürliche Kunst der Heilmagie, aber die Schrecken des Krieges treiben dich dazu, dich den verbotenen Künsten zuzuwenden. Schließlich ist im Krieg doch alles erlaubt, oder? Naja. Ja, Liliana gehört zu einem meiner Lieblings-Magic The Gathering-Charaktere. Schwarz spiele ich auch eigentlich ganz gerne. Und ja, schauen wir doch mal, was die Kampagne uns hier so bringt. Dein Bruder Josu ist mit tödlichen Verletzungen vom Schlachtfeld heimgekehrt. Auf deiner Suche nach einer Möglichkeit, ihn zu retten, triffst du den geheimnisvollen Rabenmann, der dir von einem Heiltrank berichtet. Aber anstatt ihn zu heilen, verwandelt der Trank deinen Bruder in ein untotes Monster, das alles dran setzt, dich zu töten. Ach du Gott, jei. Ganz schön schlimm. Schicksalsschläge. Weiter. Josu, der Verfluchte. Okay, jetzt gucken wir mal, was uns hier in unserem schwarzen Deck erwartet. Wir haben zwei Sümpfe, das ist okay. Wir haben einen schlurfenden Goblin. Den finde ich ganz gut. Räumt kleine Kreaturen aus dem Weg. Wir haben die schwarze Katze. Ja, okay. Nicht so. Wir haben den schlurfenden Ghoul. Ja. Wir haben die Aaskrähe. Fliegen 2-2. Ja, für 3. Hä? Und wir haben eine Nantuko-Hülle. Ja, schön zum Opfern. Okay. Behalten die Kartenhand mal. Spielen auch zuerst und können direkt mal unseren Goblin ins Spiel bringen. Danach haben wir die Möglichkeit, hier mehrere Zweier zu spielen, bevor wir ein drittes Mana hoffentlich ziehen, um unsere Dreier-Kreaturen ins Spiel zu bringen. Da ist auch schon das dritte Mana wie bestellt. Wir spielen dann nach dem Angriff die schwarze Katze, oder? Ne, wir spielen erst den Ghoul, weil der mehr Angriffsstärke hat. Fair. So, und jetzt holen wir den Ghoul. Der Gegner spielt übrigens auch schwarz. So. Mal gucken, ob er uns was entgegenzusetzen hat. Für 2. Anscheinend nicht. Das war ganz gut, dass wir den Ghoul gespielt haben. So, für 3 spielen wir gleich die Aaskrähe. Wahrscheinlich, weil die stärker ist als die Katze. So, weiter erstmal in den Angriff. Und Toggy. Ja, schwarze Mirrors sind meistens nicht so cool, finde ich, weil es gibt viele schwarze Zauber, die nicht wirken, wenn sie keine nicht schwarzen Kreaturen gegen sich haben. So, jetzt haben wir hier schon eine ordentliche Armee auf dem Feld. Für 5 Schaden pro Runde. Das sind 4 Zügen spätestens ist der Gegner platt. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Hexerei. Opfere eine Kreatur. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Super. Ich mag dieses Deck. Es scheint um Opfern zu gehen. Und wenn ihr diese Let's Plays von Magic hier verfolgt habt bei mir. Oh, scheiße. Jetzt habe ich den Angriffsstep über... Ich bin doch blöd. Na gut, dann spielen wir jetzt die schwarze Katze. Könnten auch die Hülle spielen, aber die ist mir momentan ein bisschen zu wertvoll. Ich weiß nicht, ich erwarte, dass da irgendwie noch creepy Zeug kommt auf der gegnerischen Seite. Ja, genau sowas.
Das hätte jetzt die Hülle auch mal direkt aus dem Leben gerissen. So. Aber dafür hat es den Raben erwischt. Gegner spielt eine 3-2-Kreatur, die nichts sonderlich kann. Ja, soll mir recht sein. Eine 3-2-Kreatur werden wir, glaube ich, fertig. So, nehmen wir spielen eine Hülle. So, und dann spielen wir noch den er ist eine Hexerei, müssen wir jetzt spielen. Und zwar zerstören wir das da und opfern die Katze. Also ich muss der Gegner eine Karte abschmeißen. Was immer ganz gut ist. Was schmeißt er denn ab? Wir schmeißen eine Kreatur ab. So, und wir hauen mal dazwischen für 3 Schaden. Hätten die Hexerei auch später spielen können, aber dann hätte er uns blocken können. Das wäre nicht so gut gewesen. So. Schauen wir mal. Wir haben jetzt keine Karten mehr auf der Hand. Der Gegner hat noch 4 auf der Hand. Das finde ich nicht so cool. Aber dafür haben wir ordentlich Power hier auf dem Feld. Es kommt eine 5-3-Kreatur. Okay. ...5-3 ist natürlich auch schon happig. Wir ziehen nur ein Land. Und 2-4... Ja. Wir greifen einfach mit allem an und gucken mal. Angriff. Gucken, was er blockt. Wird wahrscheinlich die Hülle blocken. Nein, er blockt den Goblin. Dann opfern wir den Goblin doch einfach, um unsere Hülle stärker zu machen. Und machen so 6 Schaden beim Gegner. Und weiter geht's. Wir werden das natürlich im Umkehrschluss 5 kassieren. Aber gut. Irgendwas ist immer, ne? Ah, diese eine Runde, wo wir nicht angegriffen haben, die wurmt mich. Hier kommt ein 1-1 Flieger, der Lebensverknüpfung hat, der ist nicht so angenehm. So, ach, wir ziehen wieder nur ein Land. Das ist echt schlecht gerade, was wir ziehen. Länder ohne Ende, aber können nichts damit anfangen. So, wir greifen mit allem an. Einen kann er blocken, wenn er mag. Ja, blockt die Hülle. Letzte Kuss fügt 2 Schaden zu. Ja, auf wen möchtest du das denn machen? Auf die Hülle. Das heißt, du möchtest sie töten und gleichzeitig blocken. Ja, okay. Das ist nicht so geil. Wir müssen ordentlich jetzt was ziehen hier. Die eine Runde, die, wo wir 6 Schaden gemacht hätten, da wäre der Gegner jetzt auf 3 runter. Das wäre einiges angenehmer. Jetzt sind wir schön in der Defensive. Der Gegner hat 2 starke Kreaturen draußen. Ja. 3 starke Kreaturen draußen. Und mehr Lebenspunkte als wir. So. Wir können eine Kreatur aus dem Friedhof zurückbringen. Machen wir doch direkt mal. Was holen wir uns denn zurück? Ich bin dafür, dass wir uns die Hülle zurückholen. Und die auch direkt ausspielen. Als Blocker ziemlich gut zu gebrauchen. So, wir können jetzt nicht angreifen. Der dämliche Vogel da oben, hier, der wird uns natürlich jetzt jede Runde einen Schaden reindrücken. Diesmal greifen wir nicht an, wir müssen verteidigen jetzt. Das Blöde ist, dass der auch noch Lebensverknüpfung hat. Angriff, ja, da kommt er mit dem 5er von dem 1er vorbei. Den 5er werden wir jetzt... tot blocken.
So, ein Spieler, der normal zieht drei Karten, verliert drei Lebenspunkte. Damit meint er wahrscheinlich sich selber. Nein, mich. Oh, okay. Danke für die Karten. So, was haben wir denn hier? Zerstöre eine Nicht-Zombie-Kreatur. Sie kann nicht regeneriert. Bringe eine Zombie-Karte deiner Wahl aus deiner Hand auf deine Hand zurück. Ja, das ist doch gut. Ist das eine Zombie? Nein, das ist ein Bolt. Das ist ein Mensch. Dann würde ich sagen, tschüss Flieger. Und wir holen uns einen Zombie wieder. Und zwar holen wir uns den Totengräber. Ja, dann können wir nämlich noch eine Kreatur wieder ins Spiel zurückbringen. Bestätigen. So. Angreifen tun wir nicht. Angriff überspringen. Nächste Runde können wir den Totengräber dann ins Spiel bringen und noch eine andere Kreatur. Fügt in der Kreatur... Okay, jetzt sind wir tot. Na. Ja, die eine Runde. Die eine Runde, wo ich mich verklickt habe. Bisschen dämlich. Ja, wir spielen das Ganze nochmal. Aber das Deck an sich gefällt mir. Da sind ein paar komische Dinge drin, die ich jetzt so da nicht reinpacken würde, aber es ist ja auch noch die erste Instanz hier. Dafür aber noch eine ordentliche Herausforderung. Boah, wir haben ohne Ende Mana. Und nee, die können wir, das müssen wir neu ziehen, das geht gar nicht. So, wir haben zweimal den Ghoul. Wir haben eine Knochenspeißel. Ja, kann man behalten, muss man nicht, aber naja. Bin nicht so zufrieden mit der Hand, aber da wir auch anfangen. So, ein schlurfender Ghoul. Für die Attacke gleich. Da kommt der Lebensverknüpfungsflieger von ihm wieder. Wir ziehen wieder nur dummes Mana. Greifen erstmal jetzt an für 2. Ist effektiv ein Angriff für einen, weil er ja immer einen Lebenspunkt wieder dazu bekommt. Aber wir können ja noch einen schlurfenden Ghoul spielen, ne? Den jetzt zu töten lohnt sich jetzt noch nicht, finde ich, mit dem, weil wir opfern eine Kreatur von uns dafür, die uns sonst keine Vorteile bringt. Von daher lohnt sich das meiner Meinung nach jetzt gerade nicht. So, was kommt da? Da kommt ein Vampir, das ist der 3-2er, den kennen wir auch schon. Der juckt mich jetzt gerade, aber jetzt auch nicht so sonderlich. Wir greifen einfach weiter an. Wenn er blockt, stirbt sein Vampir. Er blockt nicht, er greift damit wohl lieber an. Ja, und lasse ich aber auch geschehen. Er macht 4 Schaden die Runde, wir machen 3 Schaden die Runde. Ist natürlich nicht so cool. Es sei denn, er macht es natürlich so. Dann macht er nur 3 Schaden und wir haben 4 gemacht. Warum er jetzt mit dem nicht angegriffen hat, ist mir ein Rätsel. Ja, diese Karten hier mit dem, dass er immer Lebenspunkte dazu gewinnt, ist natürlich nicht so angenehm für uns. So. Wir haben wieder eine Wiederbelebung. Das heißt, wir müssen hier... Das kostet 5. Nächste Runde können wir einen Knochenspeißel spielen und unsere Kreatur wieder auf die Hand zurückholen. Als Spontanzauber sogar. Und eine Nicht-Zombie-Kreatur zerstören. Wir greifen erstmal an. Und gucken mal, was er blockt. Für irgendwas muss er den Bolt ja zurückgehalten haben. Ich verstehe das nicht.
Keine Ahnung, was das sollte. So, wir zerstören mal... Was zerstören wir denn? Wir zerstören den. Macht jetzt mehr Sinn, weil wir jetzt ein bisschen in der Defensive sind. Ja, kassieren jetzt 5. Aua, aua. Ich wirf eine Karte, hab hier der Spieler. Oh Gott, den mag ich nicht. Vor allem, weil der Gegner noch 3 Karten hat. So. Wir töten den direkt mal. Der kommt auf unsere Hand zurück. Überspringen den Angriff. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich auch blocke. Was kommt hier? 1, 2, 3, 4 Schadenspunkte für uns. Noch nicht tödlich. Aber der Gegner heilt sich natürlich jetzt auch ohne Ende. So, wir töten den 3-2er. Sind auf 3 Lebenspunkte runter. So. Wir spielen Totengräber zum Blocken raus. Und den holen wir uns auf die Hand zurück. Und spielen ihn aus. Der kommt leider getappt ins Spiel. Kann also nicht blocken. Ein Spieler deiner Wahl zieht 3 Karten, verliert 3 Lebenspunkte. Ja, wir haben wieder verloren, Leute. Es ist schwer. Es ist schwer. Es ist ein schweres Matchup. Und da ist es erst das erste. Dabei mag ich das Deck an sich eigentlich, was wir spielen. Aber wir haben gegen diese ganzen Direktschadensachen wenig zu melden. Wir machen einfach nicht schnell genug Schaden. Nächste Partie. So, wir müssen was neu ziehen. Wir haben nur einen Mana. Zwei Karten ziehen, Kreatur opfern, wiederbeleben. Oh, ist auch eine Scheißhand. Wir können erst ab Mana 3 was machen. Wir müssen das auch neu ziehen. Wir müssen schnell Schaden machen hier gegen diesen Gegner. Ja, wir müssen das jetzt behalten, weil wenn wir noch weniger Karten ziehen, dann wird es nur noch schlimmer. So, mein Zug. Das dritte Mana ist wenigstens da. Das können wir jetzt nicht spielen. Natürlich nicht. Der schlurfende Ghoul kostet 2. Der ist an sich auch keine schlechte Kreatur für 2 Mana, eine 2-3er. Nur baut nicht so viel Druck auf. Ich hätte lieber eine 3-2er dafür. Da kommt schon wieder das Lebenspunkte-Vieh von ihm. So, den Ghoul. Ja. Sowas hätte ich halt auch hier in dem Deck ganz gerne. So ein Flieger, der uns Lebenspunkte wiederholt. Der Gegner gewinnt halt nicht durch seine Kreaturen groß, sondern eher durch diese ganzen Direktschadensachen. Das ist immer ziemlich gut. So, für 3 Mana kann er uns jetzt direkt schon hier was verlieren lassen. Ich greife aber jetzt erstmal an, bevor ich hier was weiteres mache. Wir haben halt nur eine Kreatur, das ist echt zum Mäusemelken, würde ich mal sagen. So, hauen ihn jetzt wieder runter, zerstören und brechen. Können wir auch das? Wir können 2 Karten ziehen.2 Schaden.
kriegen wir so oder so. Wenn er angreift, er verliert eine Karte, er gewinnt 2 Lebenspunkte, das ist aber momentan auch egal. Wir können das auch als Spontanzauber noch spielen. Ja, aber ich möchte den zerstören, der ist mir zu gefährlich. Das früh unterbinden, jetzt müssen wir hoffen, dass wir nächste Runde eine Kreatur ziehen. Einen Schaden für uns. Hoffen, dass er keine Kreatur hat. Hat noch einen Bolt. Wir sind schon wieder im Hintertreffen. Das ist nicht so schön, echt ehrlich gesagt. So, mit der Katze werden wir jetzt gleich mal Karten ziehen. Nächste Runde können wir wieder was zerstören und uns was auf die Hand zurückholen. Ja, 2 Schaden für uns. Noch ein Bolt? Du meine Hüte. Na ja, gut. Es gibt Schlimmeres in seinem Deck, haben wir jetzt gesehen schon. So, weiter. Wir greifen an. Opfert er einen Bolt oder opfert er keinen? Opfert keinen, sehr gut. Dann machen wir jetzt die Ernte. Ne, wir machen die Ernte erst mit seinem Zug. Hätte ich eben eigentlich auch schon machen müssen. Aber so, jetzt, so habe ich jetzt wenigstens einen Schaden gemacht. Ne? 2 Schaden wieder für uns. Er kriegt wieder 2 Lebenspunkte zurück. Echt nicht so geil. So, was kommt da? Eine 5-3er. Okay, die ist jetzt böse. Die muss ich jetzt damit zerstören. Ach nee, das ist ein Zombie. Oh, fuck. Abbrechen. Machen wir das so. Du schmeißt meine Karte ab. So, da haben wir eine Kreatur gezogen. Noch eine Kreatur gezogen. Spielen die beide raus. Dass wir den 5-3er jetzt aber auch nicht zerstören können, ist natürlich jetzt noch extrem fieser, als es eh schon ist. Aber mit dem Goblin können wir zumindest jetzt auch einen von den Fliegern töten. Aber gut, er greift mit der 5-3er nicht an. Ah, das ist schwer zu gewinnen, das Spiel. Schwer zu gewinnen, das Spiel. Ein Spieler deiner Wahl zieht 3 Karten, verliert 3 Lebenspunkte. Macht das wieder auf uns? Naja, er macht es auf sich selber. Kann er sich ja auch erlauben. So, was haben wir hier? Wir können jetzt endlich den 5-3er zerstören. Das machen wir doch auch direkt mal. Und gleichzeitig stirbt der da. So, und dann stirbt außerdem noch der da. Und wir holen uns... Wir holen uns den Goblin wieder auf die Hand. Und spielen den Goblin auch direkt wieder aus. So. Jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt beim Gegner. Angreifen tun wir jetzt nicht. Das bringt nicht so sonderlich viel. So, was kommt jetzt? 2 Lebenspunkte für uns weg, 2 für ihn dran. Oh, er führt mit über 10 Lebenspunkten mehr als wir. 14 Lebenspunkte mehr, wir ziehen nur Scheiße nach. Greifen wir jetzt mal mit dem Gobbo hier an. Wenn er ihn blockt, verliert er seine Flieger. Ja, er verliert seine Flieger so oder so. Was ganz gut ist.
dieser eine Zauber, der uns direkt Schaden macht, ist jetzt natürlich extrem gefährlich. So, wir blocken den weg. Wir haben gesehen, dass wir Möglichkeiten haben, Sachen aus dem Friedhof wiederzuholen. Wieder zwei Lebenspunkte weg von uns. Einfach nur, weil eine Kreatur ins Spiel kommt. Das ist einfach stark. Ich glaube, hier muss einiges zusammenkommen, dass wir das gewinnen können. Ja, wir ziehen nur Kacke nach. Zwei Schaden für uns. Und hatte den Zauber jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drei Lebenspunkte, macht das auf uns oder macht das auf sich? Er macht es auf uns. Drei Lebenspunkte weg. Immerhin haben wir einen Blocker gezogen. Zwei Sümpfe. Aber er hat genug Karten in seinem Deck, die uns direkt töten können mit so wenig Lebenspunkten. Wir haben eigentlich keine Chance mehr zu gewinnen. Bei 27 Lebenspunkten auf seiner Seite. Zum Beispiel sowas hier, ja. Wir sind auf einen Lebenspunkt runter. Fast jede Karte aus seinem Deck zieht uns Leben ab. Block. So, wir haben einen Ghoul gezogen. Auch nicht der Beste in dieser Situation. So, jetzt betet, dass er jetzt die nächsten 35 Runden nichts zieht, was uns direkt Lebenspunkte abzieht. Ich behalte das Land mal, wir haben so viele Länder draußen, das ist total egal. Ja, und wir haben verloren. Yo, Leute, eigentlich ist es ein hartes Matchup. Also dafür, dass es das erste Spiel ist, ordentlich, ordentlich. Ich mache hier mal eine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, have fun, euer Koali.